Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge WWE 2K17. Es ist eine Weile her, dass wir den Story Mode des guten Goldbergs bzw. das Schicksal des Undertaker gespielt haben. Und ich habe mir überlegt, da es ja bald soweit sein wird, dass WWE 2K18 erscheinen wird, werde ich eine weitere Storyline machen. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keinen offiziellen Titel, wie ich die nennen werde. Und ihr könnt euch schon vorstellen, um wen es gehen wird. Es geht genau um die Person, die wir hier gerade sehen. Es geht um den guten Seth Freaky Rollins, der ja bei WWE 2K18 auf dem großen Hauptcover ist. Und ich habe mir überlegt, mit ihm einfach mal ein paar Runden zu spielen, bis zur großen Erscheinung von 2K18. Denn wie wir alle wissen, wird bei 2K18 als Vorbesteller der gute Kurt Angle mit am Start sein, der jetzt Raw Manager ist. Und wenn alles klappt, kann es sein, dass die beiden bei WrestleMania 34 aufeinandertreffen werden, wie damals Goldberg vs. Brock Lesnar, und ebenfalls um den begehrten Titel kämpfen. Allerdings fängt die Story von Seth Rollins so an, dass er natürlich erstmal ein King of the Ring Turnier bestreiten muss. Gegen, wen haben wir hier? Genau, es geht dann quasi darum, dass der Gewinner darf gegen Goldberg um den Titel kämpfen. Und ja, sein erster Gegner wird, wie man schon sieht, es sind sehr viele neue Superstars dazugekommen. Einige kennen wir schon. Es sind alles selbst erstellte Superstars, also jetzt nicht von mir erstellt, sondern von anderen Leuten erstellt. Und es wird dann so laufen, dass egal ob er gewinnt oder verliert, je nachdem, es gibt diesmal kein Ausscheidungsmatch. Also wenn er verliert, ist es diesmal so, dass es weitergeht. Ist jetzt nicht so wie bei The Undertaker, sobald er verliert, ist quasi dieses LP vorbei. Sondern dies wird, wie gesagt, bis zu WWE 2K18, bis zum Erscheinungsdatum laufen. Aber erstmal lang geredet, wir fangen jetzt erstmal an. Genau, Seth Rollins hat jetzt seinen ersten Kampf gegen den Predator. Und ich muss dazu sagen, der Predator ist kein leichter Gegner. Also er ist auch ein erstellter Gegner und er hat es ziemlich faustdick hinter den Ohren. Also ich kann nicht sagen, ob ich dieses Turnier gewinnen werde. Es kann auch sein, dass ich die erste Runde schon ausscheide, was dann aber auch nicht so tragisch sein wird. Aber gut. Ja gut, Seth Rollins hat ja zurzeit eh Probleme. Er hat ja gegen Bray Wyatt zweimal verloren. Einmal bei Great Balls of Fire, wer die Veranstaltung gesehen hat, und dann einmal bei der kommenden Raw-Ausgabe, die quasi nach Great Balls of Fire lief, hat er ebenfalls gegen Bray Wyatt verloren, was eigentlich schade ist. Gut, wer weiß, es kann auch sein, dass er sich vielleicht mit Dean Ambrose wieder zusammenschließt, denn es gab ja einen Augenblick, wo sich Dean Ambrose gegen The Miz gestellt hat. Dean Ambrose hat ja ebenfalls gegen The Miz verloren. Und er hat dann quasi ihm geholfen. Also für alle, die die Raw-Ausgabe gesehen haben, wissen, was ich meine. Und es kann vielleicht sein, dass die beiden wieder mal zusammenarbeiten werden. Und jetzt lassen wir natürlich erstmal den Kingslayer zum Ring kommen. Und ich habe vergessen zu erwähnen, dies ist ein zufallsgeneriertes Match. Und unser erstes Match wird ein Hell in a Cell Match sein. Okay. Und die Regel ist, ja, ich muss dazu sagen, es fängt schon wirklich gut an. Seth Rollins trifft in seinem ersten Match nicht nur auf einen Superstar, der es faustdick hinter den Ohren hat, sondern er muss jetzt auch schon ein Hell in a Cell Match bestreiten, per Zufall. Und wie gesagt, die Regel ist, Schaden bleibt, wenn Seth Rollins in diesem Match, je nachdem wie schwer er verletzt wird, ob er wie die Ausdauer und sinkt, wird es wiederum weiter so gehen, denn man kann ja bei dem Turnier Schadenseinstellungen machen, dass der Schaden drin ist, weil ich möchte es extra besonders schwer machen. Also kann es dann quasi sein, dass wenn wir bis zum Finale kommen, dass unser Gegner komplett gepowert ist und wir eigentlich schon nach zwei Schlägen K.O. gehen.
So, jetzt lassen wir natürlich erstmal den guten Predator zum Ring kommen. Ja, es ist für The Predator, er ist auch noch nicht so lange in der WWE. Er ist erst vor einer Woche oder so dazugekommen, hat auch schon ein paar Matches abgeliefert, um halt zu beweisen, was er drauf hat. Und für ihn ist es natürlich jetzt auch eine große Ehre, gegen Seth Rollins zu kämpfen und natürlich in diesem Turnier dabei zu sein. Und ja, mal gucken, wie er sich schlägt. Ich habe sehr viele andere Einstellungen im Spiel vorgenommen. Die werdet ihr vermutlich dann später noch mitbekommen. Ja, The Predator. Wer kennt die nicht? Die raubt die Bestie, die gern Aliens jagen tut. Oh Mann, oh Mann. Und wenn ihr euch anguckt, wie groß der Typ ist, das werdet ihr gleich sehen, dann, ja. Seth Rollins macht sich bereit. The Predator auch nochmal kurz aufwärmen. Und ja, damit geht es auch schon los. Das erste Match des King of the Ring Tournaments. Und ja, man sieht schon, The Predator ist... Rollins. Und was macht The Predator? Okay, The Predator geht aus dem Ring raus. Er möchte es anscheinend schnell hinter sich bringen. Aber Seth Rollins lässt es natürlich nicht mit sich machen. Und O'Connor, sehr schöner Move von Rollins. Natürlich kann man auch mal mit die Gegenstände zuschlagen, wenn man zuschlagen darf. So wie gerade hier, das war eher nicht so prickelnd. Rollins natürlich sehr schöner Konter. Und ja, okay. Ja, der Predator geht nicht so schnell K.O., aber wunderbar. Wunderbar, der Rollins, die Kingslayer ist am Stopp. Ja, okay, das war ein Fehltritt. Okay, Rollins, halte durch, schöner Konter, jawohl, schöner Konter und sehr schön. Rollins springt auf den Predator. Ja, bis jetzt sieht es für Seth Rollins natürlich sehr gut aus. Der Predator ist ja auch noch relativ fit, er wird aus dem Ring geschmissen. Seth Rollins will nicht hinterher springen. Aber vielleicht doch. Mal gucken, was macht er jetzt. Was macht Seth Rollins? Seth Rollins springt und er... Oh, sehr schön. Hat mit den Fingerspitzen den guten Predator umgeworfen. Na komm, Predator, steh auf. Oh, da geht er down. Der Predator fällt um. Seth Rollins natürlich pusht sich erstmal ab. Bei dem Publikum. Oh, was war das? Oh, schöner Konter von The Predator. Seth Rollins ist natürlich jetzt in Bedrängnis, aber er kann es wieder schaffen. Okay, er kriegt den guten Predator nicht so schnell auf den Boden. Zumindest nicht mit diesen Moves. Sehr schön. Oh Gott, was wird das jetzt? Konter? Nein, es wird kein Konter. Ach du Heilige. Seth Rollins ist angeschlagen. Schöner Konter von Seth Rollins. Und jetzt kommt der Signature-Move. Der Signature-Move von Rollins. Und natürlich geht der Move durch. Die Frage ist, was wird Rollins jetzt machen? Was wird Rollins machen? Er hat einen Finisher. Er könnte theoretisch jetzt den Predator mit dem Pedigree ausnocken. Aber er will den Predator noch nicht angreifen, weil er weiß, das würde nicht viel bringen. Konter? Nein. Knieschlag gegen Rollins. Marken und der Predator kann sich... Okay, springt auf Rollins. Also der Predator ist nicht ohne. Er hat schon ein paar Fähigkeiten drauf. Da kann man schon überrascht sein. Rollins, Junge, halt durch. Ist wie gesagt der erste Gegner und das erste Match und gleich so ein Gegner. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, und da gibt's den Cesaro Swing bzw. den King of Swing. Also der Predator will es schnell beenden. Die Frage ist halt, kann Rollins jetzt nochmal da rauskommen? Oh Gott. Es gibt ein Replay. Also der Predator hat Rollins so weit schon fertig gemacht, dass wir jetzt ein Replay sehen.
Und ja, der Ansatz des Covers ist, glaube ich, kaum unausweichlich. Oder was macht der Predator? Predator macht natürlich das Cover. Und Rollins kommt nochmal raus. Der Predator ist ein wenig verzweifelt. Ist, glaube ich, ja gut, kann man eigentlich noch nachvollziehen bei so einem großen Teil. Was macht der Predator jetzt? Der Predator will auf Rollins springen und... Oh Gott. Einen Bauchklatscher gegen Rollins. Der Predator. Okay, Konter von Rollins. Kann Rollins nochmal in dieses Match zurückfinden? Was war das denn? Also Rollins kann nicht aus dem Ring springen, weil... Ja, das Gitter zu schmerzhaft ist, beziehungsweise zu nah dran ist. Ja, was macht der Predator? Der Predator will Rollins zerstören, das darf nicht sein! Oh Gott, alter Falter. Ah, schöner Konter von Seth Rollins. Natürlich muss ich... Oh Gott, der Predator steht schon wieder auf. Steh auf, Männlein, lässt grüßen. Rollins, verdammt. Rollins, Junge, du musst was machen. Irgendwas, tu irgendwas. Mach den Gegner fertig. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Ach, du Heilige. Okay. Sehr schöner Konter. Sehr schön. Okay, Rollins wird weggeschubst. Er wird auf die Matte gehämmert. Ach, du Heilige, mit einer Powerbomb. Aber er kann sich zum Glück noch mal retten. Es sieht nicht gut aus für Rollins. Er muss langsam mal überlegen, was er am besten machen könnte, um diesem Predator überhaupt Einhalt zu bieten. Signature Move! Jawoll, schöner Kick gegen den Predator. Wunderbar. Und was will er jetzt machen? Er will etwas machen. Kann er es machen? Er kann es nicht machen. Warum kann er es nicht machen? Verdammt. Okay, Seth Rollins kann nicht das machen, was ich hätte befürchten wollen. Rollins, haltet durch, Mann. Haltet durch, Rollins. Oh Gott, der Predator, er will ihn zerstören. Rollins, du musst durchhalten. Du musst durchhalten. Komm, Rollins, du hast zwei Finisher. Du kannst theoretisch das Match noch für dich entscheiden. Und er springt und... Nein, was macht denn da Rollins? Rollins springt daneben. Er will anscheinend nicht gewinnen. Konter von Rollins. Und der Ansatz zum Finisher. Jawohl, der Pedigree von Seth Rollins. Er geht durch. Sehr schönes Ding, schönes Ding. Und es gibt noch kein Replay, also war es noch kein schöner Finisher, aber das Cover. One, two. Oh, es ging nur bis zwei. Es ging nur bis zwei. Der Predator bleibt zäh. Er bleibt zäh und er gibt nicht auf. Oh, was war das? Was war das denn? Was haben wir da gerade gesehen? Der Predator wollte etwas versuchen, aber Seth Rollins hat es geschafft zu kontern und er springt. Aber leider springt er daneben. Und der Predator wieder am Zug. Oh Gott, Rollins. Ach du Scheiße. Und hier kommt der Signature Move. Der besondere Signature Move von der Predator. Oh Gott, Rollins ist tot. Eine Art Pedigree. Doch Rollins kann kontern. Sehr schön. Und Rollins versucht es noch einmal. Er will den Predator hoch. Er bringt ihn hoch. Er bringt ihn hoch und macht den Ansatz zum... Nein, es geht nicht durch. Und der Predator macht ein Cover. Ein Aufgabegriff gegen Seth Rollins. Seth Rollins kämpft wie ein Wahnsinniger. Er muss versuchen durchzuhalten. Lange genug muss er durchhalten. Dann kommt er relativ schnell wieder raus. Bis jetzt sieht es gut aus und Seth Rollins hat es geschafft. Oh mein Gott, Seth Rollins hat es noch einmal geschafft, aus dem Finisher rauszukommen, aus dem Signature Move. Das ist wie Brock Lesnar gegen Samoa Joe, was ja auch bei Great Balls of Fire gewesen ist. Wo Samoa Joe auch mehrfach den guten Lesnar im Aufgabegriff hatte. Ja, Rollins nochmal gepusht. Oh Mann, Rollins. Rollins, er rastet aus. Rollins springt und jawohl, er trifft. Er trifft. Und noch einmal den Kick gegen... Oh Gott. Oh Gott, kein Kick. Aber jetzt der Kick gegen den Predator. Wunderbar. Rollins ist natürlich ziemlich angeschlagen. Oh Gott, Rollins, halte durch, Junge. Rollins muss durchhalten. Er versucht den Predator... Achso, gut, er kann nicht. Er hämmert ihn gegen die
Ecke des Käfigs. Okay. Und ab, es geht zurück in den Ring. Rollins ist immer noch ziemlich angeschlagen. Was versucht er jetzt? Er versucht, sehr schön. Rollins pusht sich auf. Und er will den Predator, ja, was will er mit dem Predator machen? Okay, er wirft ihn gegen die Ringecken. Und der Predator kontert ihn natürlich aus und er wirft ihn über die Schulter. Oh Gott, Rollins. Oh Mann, das Publikum ist außer sich. Oh nein. Oh mein Gott, es ist geschehen. Seth Rollins blutet. Oh mein Gott, Seth Rollins ist am Saften. Und das Match, es muss enden. Rollins, entweder beendet es Rollins das Match oder The Predator beendet es. Schöner Dropkick von Seth Rollins und er pusht sich noch einmal. Seth Rollins hat noch eine Möglichkeit, das Match zu beenden. Die Frage ist, kann er sie nutzen? Bis jetzt sieht es nicht so gut aus für ihn. Oh Gott, der Predator natürlich wieder am Zug. Oh mein Gott. Oh Gott, und da gibt es wieder den Signature Move. Ach du Heilige, und Rollins ist am Arsch. Aber Rollins kann nochmal kontern. Er kann kontern und er schmeißt den Predator weg. Okay. Rollins setzt jetzt alles auf eine Karte. Rollins, come on. Er versucht es. Rollins hit. Nein, es hat nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert. Er kann den Predator noch einmal kontern. Sehr schön. Und jetzt der Ansatz der Pedigree. Nein, es gibt den Curbstomper von Seth Rollins und er geht durch. Der Predator blutet und das Cover von Seth Rollins. 1, 2, 3 und damit, oh mein Gott, und damit ist es vorbei. Seth Freaky Rollins, the Kingslayer, hat es geschafft. Er hat seinen ersten Gegner besiegt. Er hat The Predator, das Monster, besiegt. Nach mehreren Versuchen ist es ihm doch gelungen mit diesem wunderbaren Curbstomper. Alle haben gedacht, jetzt gibt es den Pedigree, aber es kam der Curbstomper und das Cover nochmal. Das war das erste Cover von Seth Rollins. Hier nochmal der schöne Signature Move von The Predator. Wo wir dachten, und hier der Curbstomper. Der Finisher von Seth Rollins, den er nicht mehr nutzen darf. Und jetzt 1, 2, 3. Und damit ist die erste Runde, beziehungsweise das erste Match für Seth Rollins gelaufen. Ja, Seth Rollins ist eine Runde weiter. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, wollt ihr die anderen Matches, die laufenden Matches, die jetzt noch kommen, auch mitsehen? Oder eher sagt ihr euch, nee, wir wollen eher nur sehen, wie Seth Rollins kämpft. Und es würde dann auch so sein, dass die Folgen immer freitags kommen wieder. Also es kann sein, dass die Folgen jeden Freitag erscheinen. Und ja, ihr könnt entscheiden, wie gesagt, wollt ihr, dass wir alle Matches des Turnieres zeigen? Weil ich würde dann entweder soll ich die selber spielen oder einfach nur kommentieren, die Matches. Oder wollt ihr nur Seth Rollins sehen, wie er versucht, sich hier durchzuboxen? Das könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für die erste Ausgabe der neuen Showcase von Seth Rollins, der Weg zu WWE 2K18. Schaltet das nächste Mal wieder ein und bis dahin erstmal tschüss.